Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cult of the Lamb. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach dem dreckigen Cliffhanger aus der letzten Folge. Und heute gehen wir Shamura bekämpfen. Mal schauen. Bin auf jeden Fall gespannt. Hier liegen noch ziemlich viele Skellies herum. Die kann ich noch gut mitnehmen, eigentlich. So, dann können wir ihn eigentlich sehr gut mit Geistern hitten. Einer stiftet Chaos, einer verbreitet die Pest, einer ruft Hunger hervor und dann ist da noch jemand, der sich auf Macht verlässt. 5 werden zu 4, werden zu 3, werden zu 2, werden zu 1, werden und der wird zu nichts. Singen ist ein bisschen sein Lieblingsspruch, oder nicht? Jo, okay. Wow! Yo! Okay, er ist ziemlich aggressiv. Wow. Wir haben ihn fast, komm schon. Wir haben ihn fast! Yes, wir haben ihn! Der war ziemlich leicht, muss ich sagen. Der war ziemlich leicht. Billy ist dann nochmal gestorben. Seitwege. Nice. Bisschen mehr Dekoration. Und noch eine Anhänger vor dem Skorpion. Mr. Krabs hungert. Nee. Ich muss noch ein paar Skellies haben. Warte kurz. Noch das ganze Zeug hier mitnehmen. So. Und weiter geht's. Ketzer besiegt. Wir haben's. Und ein paar Samen gekriegt haben wir auch noch. Sehr nice. 15 Minuten haben wir dafür. Shamura war schwach, nicht weise. Sein Vorstellungsvermögen reichte nicht aus, um die Mannigfaltigkeit eines Wesens wie mir zu fassen. Es ist an der Zeit, mich zu befreien. Du hast die Ehre, die rote Krone ihrem wahren Träger zurückzugeben. Ich gebe zu, du hast sie fast ebenso gut getragen, wie ich es selbst hätte tun können. Du hast 7 Anhänger geopfert, um den Kult zu stärken, um uns zu stärken. Ich kann deinen Hunger noch tot bewundern, Gefäß, aber die Krone gehört mir und niemand, niemand ist ihrer würdig, niemand außer mir. Du wirst dein Leben lassen und mir zurückgeben, was meins ist, damit sich nach einem Jahrtausend endlich alle wieder in meiner Herrlichkeit sonnen können. Aber das ist hier nicht möglich. Das letzte Tor erwartet dich. Eile dich. Es ist an der Zeit. Der Drecksack will uns umbringen, damit er seine Krone wiederhaben kann. Lamm, das einst im Namen des gefangenen Gottes geschlachtet wurde, bedenkte dies. In wessen... Ja, gut. In wessen Namen schlachtest du jetzt? Oder so stand? Ich weiß es nicht. Ist mir ein bisschen zu schnell immer.
Herzes Herz! Oh, Washi ist zurück. Ich habe es geschafft, Anführer. Ich bringe das Gewünschte von meiner Mission mit. Ich habe auf meiner Mission Folgendes gefunden. 61 Knochen. Wo liegt... Ding. Ups. War nicht irgendwo... Ah, ne, er ist in der Leichengrube gelandet. Da was könntest du... Ich nehme kurz die Dinge entgegen. So. So, kann ich jetzt Danke sehen? Perfekt. So, müssen wir eine Runde kochen. Oh mein Gott. Wir haben wirklich ein Nahrungsproblem. Uns gehen die Samen aus und das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber mal schauen. Solange wir noch kochen können, dann geht es einigermaßen in Ordnung. Gut, die Felder sind aber irgendwie so konstant recht voll. Keine Ahnung, wir müssen schauen. Aber die Felder sind eigentlich so ein bisschen konstant voll. Mehr oder weniger. Und ich kriege auch eigentlich immer sehr viele Dinge zurück. Es dauert halt manchmal einfach, bis das Zeug gewachsen ist. Keine Ahnung, ich muss dann schauen. Ich weiß es nicht. So, sehr viel Holz, das ist sehr gut. Bauen wir dann nochmal ein neues. Ich glaube, wir gehen zum Ding, das in der nächsten Folge zum jenen, der wartet. Wir lassen ihn noch ein bisschen warten. Also, eine Folge kann er sicher noch warten, habe ich das Gefühl. Ah, okay, durch das, was ich koche, können sie krank werden. Ups. Das ist sehr weniger gut. Ich will kurz Krankenhaus spielen. So, Baumbart ist wieder gesund. Perfekt. Und Darvos. Hier. Perfekt. So, dann können wir eigentlich hier noch... Oder warte, wir warten damit. So, wir haben ziemlich viele Goldbarren. Das ist sehr gut. Wir können hier noch Coins machen. Mach doch mal eine volle Ladung Goldbarren. Und mach hier noch eine volle Ladung Holz. So. Da ist ein Bett kaputt. So. Und so. Und mal schauen. Was können wir bauen? Gar nichts. Uns fehlt Geld. So, hier noch drei Dinge. Predigt halten können wir jetzt gerade leider nicht. Ja, doch. Die Felder sind eigentlich schon noch ziemlich voll. Immer. Ja, sollte gehen. Mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Freddy ist hier ziemlich aktiv am Bauen. Wir müssen noch Ding begraben. Billy. Oh, Billy, der Ding. Oh, Billy war ein Ding. Oh, ein Junger. Whoops. Komm, Billy, du kriegst hier dein Ding. So, Billy wurde begraben. Befreie jenen, der wartet. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich warte noch kurz, bis Nacht wird. Bis Tag wird wieder. Wir könnten eigentlich noch ein paar Dinge bauen. Warte, wie teuer sind die Zelte? Ah, die sind gar nicht mal so teuer. Bau die hier mal erstmal um, da wo niemand drin pennt. Und die anderen können wir dann später umbauen. Dann hatten wir noch eine Predigt und dann war es das, glaube ich, schon wieder für die heutige Folge. Heute auch wieder, ich bin am Vorproduzieren, darum immer ein bisschen kürzere Folgen. So, Tag 71. Das Feuer wieder entzünden. So. Genau, wir können allen eigentlich noch gerade Inspiration geben, wenn ich sie ansprechen könnte. Perfekt. Sehr gut. Die eine Toilette ist ein bisschen voll. Oh, ups, ich habe gerade aus Versehen jemanden erwischt, der... Ding hatte.
die da drüben? Ne, die habe ich noch nicht. Gut. Da ist noch ein Bett kaputt. So. Dann bauen wir hier noch gerade die restlichen Betten zu Zelten um. So. So, dem Ei geht's eigentlich noch sehr gut. So, dann... Da noch Ding. Rituale. Was können wir da noch machen? Wir können noch jemanden opfern. Haben wir überhaupt jemand Altes im Moment? Ah ja, Wurmi und Ding. Oh, wir haben drei alte Leute. Nee, meine Jünger werden gerade alle alt. Benji ist alt, ja moin. Aber wir opfern mal Wurmi. Ja moin, während ich mir das angesehen habe, ist gerade schon wieder jemand alt geworden. Ein Kult stirbt mir gerade ein bisschen schnell weg, muss ich gerade sagen. Schicken wir nochmal jemanden weg. So. Benji, komm, du kannst. Perfekt. Boah, das hat dir so viel Level gegeben. Nice, göttliche Inspiration. Haben wir jemanden, den wir... Nee, haben wir nicht. Dann holen wir jemanden zurück. Wieder kurz ein paar Rituale abhalten. Billy, komm zurück. Wir brauchen dich. Perfekt. Und wir können uns, glaube ich, noch eine Fähigkeit holen. Hier die letzte. Genau, jemanden opfern, damit wir, wenn wir draufgehen, zurückkommen können. Wiedererweckung, das ist eine Kronfähigkeit freigeschalten. Der Tod ist nicht mehr das Ende. Stirbst du auf einem Kreuzzug, kannst du wiedererweckt werden und den Durchlauf fortsetzen, indem du einen Anhänger opferst. Okay. Haben wir hier sonst noch was? Nee. Ach ja, ich habe das voll vergessen, euch zu sagen. Ich habe mir DLC, ich habe mir die anderen DLCs noch geholt. Alle Herzen werden durch Ding. Ein schändliches Gewand, das nur von den unheiligsten Ketzern getragen wird. Gewährt keine Boni. Fließt es natürlich in das Lamm. Lass das Lamm frei und nackt sein. Gewährt keine Boni. What the hell? Okay, wir können auch nackt herumlatschen. Das hier finde ich eigentlich noch nice. Aber ich behalte eigentlich das Violette. So. So, predigen wir noch eine Runde. Oh mein Gott, alle in meinem Kult werden gerade alt. Das ist gerade weniger gut. So. Wir haben hier noch sehr viele Materialien. Perfekt, da sind noch ein paar Coins. Dem Ei geht's auch noch gut, wir haben noch göttliche Inspiration. Können wir das hier gemeinsam in Unterkunft schalten, wir mal frei. Das klingt doch nach was. Perfekt. Ah, ich habe noch Anhängerfleisch, kann ich noch opfern, so. So, können wir noch was bauen? Ah, die gemeinsame Unterkunft könnte man bauen. Upgraden hier funktioniert noch nicht und hier fehlt uns Gold dazu, also Goldbarren eher gesagt. Die werden ja gerade produziert. Okay, dann hätte ich gesagt, gehen wir in der nächsten Folge zu jenem, der wartet. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Cult of the Lamb wieder. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.
Ja.